Ja, hier ist der Matti aus Berlin, YouTube-Username Komet Matti. Tja, da habt ihr mich ja ganz schön rausgefordert mit meiner neuen Serie, wo man Spiele raten kann. Ich muss dazu sagen, ich habe 8 Teile hintereinander gedreht, bevor ich jemals vorher was veröffentlicht hatte. Wusste natürlich nicht, wie gut oder wie schlecht ihr seid oder wie unterfordert oder überfordert ihr seid. Deswegen drehe ich jetzt meinen 9. oder 10. Teil, wie auch immer. Und jetzt habe ich mir mal vorgenommen, euch das nicht so leicht zu machen. Ich habe hier meinen Ratefuchs rausgeschmissen, weil ich nämlich den Eindruck hatte, Mr. Fuchsilein hier hat nicht nur den längsten Schwanz von uns beiden, sondern dass er euch auch immer irgendwelche Tipps gegeben hat, dass das für euch zu leicht war. Ja, und da habe ich mir hier meinen besten Freund geholt. Wir haben ja schon mal ein Video zusammen gedreht. Naja, ein bisschen gebrechlich, der Kleine. Ja, und ich hoffe, dass er euch nicht so viel Signale geben kann, weil, wenn ihr euch jetzt mal anguckt, ihr würdet es nicht glauben, er lächelt. Ja, und ich denke mal, ihr würdet alles falsch interpretieren. Fange ich mit dem Spiel an, was ich hier liegen habe. Ich sage jetzt nicht das System, ich sage nicht das Alter, ich sage nicht von welcher Firma. Ich sage nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder sonst irgendwas, sondern ich sage nur Schloss. Schloss. Dann sage ich Gegner, grandiose Musik, ein bisschen Gewalt drin, manchmal Rätsel, manchmal nicht. Ja, wenn ich schon wieder sage, es ist mehrere Teile, ist es wahrscheinlich schon wieder zu leicht, dann peitscht ihr mich nachher wieder aus, ne, wenn ich das zu leicht mache. Und ich will ja auch nicht, dass das nachher wie so ein Bumerang an mich zurückkommt und ich dann hier meine Ratefüchse unterschätze. Hm? Hat er schon irgendein Signal gemacht? Nee, ne? So, also ich habe Schloss gesagt. Ich habe grandiose Musik gesagt. Gegner, Gewalt, bla, ihr habt die Tipps ja im Kopf. Jetzt muss ich euch natürlich schon etwas geben. Ich würde mal so sagen, es gab mehrere Teile, ich sage es jetzt einfach mal so. Davon war meines Erachtens das Beste, der beste Teil davon, auf einer Konsole, die damals ja so ein bisschen mit den Sega Dreamcast konkurriert hat in der Zeit. Und ja, ich finde das Spiel grandios. So, und jetzt sage ich mal einfach gar nichts. Ich habe, ob ihr es glaubt oder nicht, in diesem Video Hinweise gegeben, aber nicht mehr so eindeutig. Also, wer das jetzt errät, der ist gut. Und dann zum Schluss möchte ich noch sagen, es wird mir nie gelingen, ein Ratevideo zu machen, wo jetzt alle sagen, kenne ich nicht. Das wäre auch doof. Die Leute, die diese Spiele gespielt haben, werden natürlich immer im Vorteil sein, ist klar. Also sieht es hier mehr als Spaß an, als Fun, und ich freue mich, wenn ihr das schnell rauskriegt. Und es ist auch mal lustig, dass Leute trotzdem falsch liegen. So, ich hoffe, dass ich den Schwierigkeitsgrad jetzt ein bisschen erhöht habe und bin gespannt auf eure Antworten. Ja, euer Matti aus Berlin. Sag mal, wollen wir noch ein paar Mädchen hier, ein paar Mädchen uns angeln, mit deinem Aussehen, du? Tschüss, Leute.